Ich kämpfe auf den höchstmöglichen Level und so kannst du das auch tun. Sehr gut. Die Vibration gibt noch eine kleine Extranote. Das schaut nicht so schwer aus, aber es ist wirklich anstrengend. Cheeseburger und Fritten, bitte. Wir sind am Beginn eines Kraftzykluses. Das bedeutet, wir haben am Anfang relativ viel Stabilitätsübungen zu machen. Mhm. Das heißt, wir wollen wirklich die kleinen Muskelfasern im Körper ansprechen. Das sind die ganzen Assistenzmuskeln, mittlerer Gesäßmuskel, was das Mediale ist, alles rund ums Knie und sowas. Alles, was einen Kämpfer stabilisiert in seinem Training. Ja. Dann kümmern wir uns im Hauptpart halt einfach um große Muskeln, Streckerkette. Das heißt Rücken, Gesäß, Hamstrings, ganz wichtig. Insbesondere in dem Sport, wo eine ziemliche Materialschlacht stattfindet. Und dann werden wir noch ein paar Schnellkraftübungen machen. Also der Part, der dann noch nicht ermüdet ist, das heißt insbesondere der Oberkörper, kommt dann noch zum Zug. Essentielle Sportnahrung. Auf Englisch? Ja. Essential Sport Nutrition. Ganz kalt. Die letzten zwei hast du richtig, das erste nicht. Essential Nutrition stimmt auch nicht. Warte, ich weiß es. Extraordinary. Nee. English Sport Nutrition. Richtig, ja. Nein. Sag Elite. Ja, Alter, da wäre nie drauf gekommen. Was wolltest du als Kind werden? Wie jedes Kind. Feuerwehrmann, Polizist und so weiter. Der Traum war dann nur kurz. Ich habe nicht einmal an Sport gedacht in dem Moment. Ja, seit ich mit dem Sport begonnen habe, dann habe ich einen Traum gehabt, um Weltmeister zu werden in dem Sport, den ich mache. Aber 13 begonnen, mit 14 den ersten Kampf gemacht und danach habe ich gedacht, ich will schon Weltmeister werden im Kickboxen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Wenn ich was mache, dann alles. Also Vollgas. Ist das hier nicht wie bei McFit? Nein, weil der Chef liegt dort. Also wenn der Chef dich sieht, dann bist du im Arsch. Nur für ein bisschen Kontext für die, die es noch nicht gehört haben. Wie kamst du eigentlich zum Kampfsport? Ich war als Kind immer voller Action geladen, also voll lebhaft. Und Fußball hat mich halt nicht erfüllt. In der Nähe von meiner damaligen Wohnung mit den Eltern war ein Kickboxverein. Da habe ich mich angemeldet und nach dem ersten Training habe ich schon gewusst, okay, das ist, was ich machen will. Das sieht aber lecker aus. Hydrate. Elektrolyte, ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate. Kriegt ihr mir Sensor online. Mit Code Rocket maximalen Rabatt. Ready? Ja. Auf jeden Fall, Alter. Was ist Home dafür? Naja, wenn du ein Abo abschließt, bekommst du 30 Proben gratis, zahlst aber nur 29,99. Ja, ich nehme 10. Füllt man das Wasser ein und trinkt das. Genau, jetzt mischt man es und dann kann man es auch löffeln. Geil, ist ein neues Produkt, oder? Ja, es kommt, glaube ich, morgen raus. Wann am besten? Bau, bau, bau! Egal wie viele. Ich habe so viele Jackie Chan Filme geschaut. Mischung aus Bud Spencer. Schnell wie Jackie Chan und dick wie. Nein, warte, wie war das? Was ist jetzt der Unterschied zu EAAs? Da sind zusätzliche Stoffe drinnen. Wann am besten? Viertel vor drei. Ich hole mir meine Informationen immer von der besten Quelle. So, wohin geht's? Der Bart kommt ab. Ja, wirklich? Ja. Ich bin schockiert. Warum? Weil kaum komme ich, dann machst du den Bart ab, oder wie? Ja, wegen dir. Wie viele Kickboxkämpfe hast du gemacht? Oh, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber insgesamt mit Amateur und mit Profi um die 40. Wie lange warst du Amateur? Oh, ich habe, weißt du, beim Kickboxen ist es halt so, du kannst als Profi auch Amateur kämpfen auf Weltmeisterschaften und so Turniere. Okay. Meinen letzten Profikampf im Kickboxen 2012 gemacht. Mein letzter Amateur war, glaube ich, ein Jahr
vorher, also, glaube ich 2011 oder so, da war ich Staatsmeister im Kickboxen. Wie lange hat das gedauert, bis du dich so umgestellt hast im Leben, dass du gesagt hast, okay, das ziehe ich jetzt durch, das ist jetzt mein Ziel und dafür stecke ich jetzt alles rein? Also das ist erst sehr spät passiert, also nicht in den Kickbox-Jahren, sondern erst als ich mit MMA begonnen habe und das auch nicht beim ersten, zweiten Kampf, ich glaube 6., 7. Profi-MMA-Kampf, da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los, weil da habe ich den Switch gemacht, ich habe ja da noch Vollzeit gearbeitet, 8 Stunden am Tag, bin dann immer aufgestanden, 5 Uhr, habe dann in der Früh eine Einheit gemacht, bin dann arbeiten gegangen, 8 Stunden, dann noch eine Einheit gemacht und das für einen Kampf und das war auch 2014, also das war vor 10 Jahren, da habe ich es dann richtig so richtig, richtig ernst genommen, damals auch schon mit dem Richie zusammengearbeitet, ich habe dann aufgehört zum Arbeiten, habe einen Sponsor gefunden, habe dann richtig professionell trainiert, das war 2014. Und 3 Jahre später, da habe ich dann mit der UFC unterschrieben. Also seit ich begonnen habe mit 13, habe ich eigentlich jeden Tag trainiert, von Montag bis Freitag. War das dir wichtig, trotzdem erstmal deine Schule fertig zu kriegen, obwohl du wusstest, dass du eigentlich Kämpfer werden willst? Meine Eltern haben dort mir klare Regeln gesagt, die ich befolgen muss. Ich muss die Schule fertig machen, muss eine Ausbildung fertig machen, Militärdienst fertig machen und ich muss den Führerschein machen. Also die haben mir halt gesagt, wenn du diese Dinge erledigst, hast du das beste Leben. Hast du damals schon die Disziplin gehabt? Oder hast du eigentlich jeden Tag nur trainiert, weil es Spaß gemacht hat und weil deine Freunde auch dort waren? Beides. Aber ein großer Grund war mein Vater. Ich wollte ihn eigentlich immer beeindrucken, weil für ihn war das ein Traum in Erfüllung, dass ich jetzt Kickboxen oder eine Kampfsportart trainiere. Und das gab mir halt auch die Motivation, immer weiterzumachen. Wie kam es dann zum Switch? Es war mir einfach zu langweilig. Auch MMA ist halt voll im Kommen gewesen. Früher nicht einmal MMA geheißen, sondern Free Fight. Die kleinen Handschuhe und es hat so cool ausgeschaut. Und dann das am Boden. Damals wusste ich ja nicht gewusst, Judo zu ringen und wie anstrengend das sein wird. Ich habe halt nur gesehen, die schlagen sich auch am Boden und das wollte ich eigentlich machen. Wie lange hast du MMA trainiert, bis du deinen ersten Kampf dann hattest? 6 Monate. Habe auch den ersten Kampf dann verloren durch Guillotine, weil ich eben wenig Ahnung gehabt habe vom Jiu-Jitsu und vom Ringen. Habe dann mich dann sehr viel beschäftigt nach der Niederlage und dann habe ich alle Kämpfe gewonnen. Den ersten, den ich wieder verloren habe, verloren war gegen Volkan Özdemir. Das heißt, du warst die ganze Zeit seit dem ersten MMA-Kampf bis Volkan ungeschlagen? Mhm. Wahnsinn. Ja. Dann gibt es eigentlich mal einen Tapetenwechsel, was Neues. Irgendwas, was soll ich machen noch, Alter? Irgendwas Cooles, weißt du? Was cool, Alter. Chef, was sagst du, was könnten wir machen? Ich sag nichts. Als Terrorist hier reingekommen. Als Mensch wieder raus. Wo sind wir? Nach dem Training Mr. Manager getroffen. Erwin, Taubach, Staudamm. Einfach, du schwenkst nicht um, hast du vorher gesagt. Ja. Kurzes Kaffee, kurz sehen, besprechen, was auch immer. Sehr schön, dann will ich kurz stören, okay? Wie stehst du heutzutage zu deiner Entscheidung, diesen Karriereweg gegangen zu sein? Ich bereue eigentlich nichts, was ich jetzt entschieden habe. Und hätte ich jetzt noch einmal so ein Leben, würde ich die gleichen Entscheidungen machen, nur viel früher mit Kampfsport. Ich habe damals, als ich im Bundesheer war, 2 Entscheidungen gehabt, entweder ins Militär zu gehen oder MMA-Kämpfer zu werden, habe mich aber dann fürs MMA entschieden. Warum? Weißt du das noch? Liebe zum Sport. Beim Bundesheer bist du halt schon eingeschränkt mit der Zeit. Gab es jemanden eigentlich außer deinem Vater, der ein Faktor für deinen Lebensweg war? Mein allererster Kickbox-Coach, der Gigi, sein Spitzname George. Mit ihm habe ich auch mit dem Kampfsport begonnen, als ich 13 war. Wirklich viel Zeit mit ihm verbracht zwischen 13 und 19. Ich habe echt das Glück gehabt, so einen Trainer an meiner Seite zu haben. Haben auch noch immer heutzutage Kontakt mit ihm. Mhm. Das auch nach 19 Jahren. Ich bin eigentlich wie sein Sohn. Er hat selber keine Kinder und er hat mir eine sehr gute Basis geschaffen im Stand-Up. Wie kam es dann, dass du quasi weitergegangen bist? Er auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Trainer sein konnte. Angenommen, du würdest morgen aufwachen und du bist auf einmal wieder 13, aber du hast das Wissen von heute, wie du deine Karriere bis heute bestritten hast. Wie würdest du deine Karriere angehen? Ich hätte schon viel früher mit dem Kampfsport begonnen, vor allem jetzt mit dem Wrestling und mit dem Grappling, um eine gute Basis zu schaffen. Striking habe ich mit 13 begonnen, da wäre es halt gut, eine gute Wrestling-Basis zu haben. In der Zeit gab es leider keine Amateurkämpfe.
Kämpfe, aber da würde ich halt auf jeden Fall viel Amateur kämpfen, um einfach viel Erfahrung zu sammeln, eine gute Basis zu schaffen, um mich dann so weiterzuentwickeln und dann erst nach 20, 30 Amateurkämpfen ins Profi zu wechseln. Was ich auch noch ändern würde, natürlich würde ich halt viel auf meinen Körper schauen, vielleicht hätte ich anders trainiert, um die Kreuzbandrisse zu vermeiden, die ich gehabt habe, effizienter trainiert, klüger trainiert, mich langsam aufgebaut im Profi, ja, mit einer guten Amateurbasis. Was nicht ist, kann auch werden. Ich bin der lebende Beweis. Ich habe bis in die Top 5 geschafft. Wäre es nicht so gut, wären wir halt nicht dort, wo wir sind. Wie macht man dann den Absprung ins Profi? Wo sollte man sich am besten melden? Wie geht man die ganze Sache ran? Es ist leicht, ins Profi-Business zu steigen. Von Amateur sind ja nur ein paar Kleinigkeiten. Man hat kleinere Handschuhe, man kämpft statt 3 Minuten, 5 Minuten. Man findet sich einen Manager, der findet hier einen Profikampf. Also es ist jetzt nicht schwer, es ist jetzt nichts Unmögliches. Wenn der Manager klug ist, baut er dich halt so auf, dass du ungeschlagen bist, dass du einen 10-0-Rekord hast, aber halt nicht nur gegen Bananen als Kämpfer, damit du dann einen Schritt weiter gehst und in die UFC kommst. Natürlich, die ersten Kämpfe sind Aufbaukämpfe. Gute Gegner holen, die schlagbar sind, aber die mir halt eine schwere Zeit geben. Du hast gerade gesagt, einen Manager suchen. Ich persönlich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Wo finde ich einen Manager, beziehungsweise worauf sollte ich denn als Jugendlicher achten, wenn ich einen Manager suche? Sind alle gleich. Alle versprechen dir das Gelbe vom Ei. Reden und reden, was sie alles machen, und dann, wenn es dann zur Sache kommt, besorgen sie dir natürlich einen Kampf und dann wollen von dir Prozente. Man sollte halt richtig aufpassen, was man unterschreibt, wie viel Prozente man abgibt. Natürlich, wenn man halt jung ist, 15, 16, hat man ja keine Ahnung. Man unterschreibt einfach alles, was auf den Tisch gelegt wird. Ja. Da würde ich mich halt auf jemanden, der dir sehr nahe steht, der älter ist, der sich damit auskennt, oder einen Anwalt einschalten. Da muss man richtig smart sein, richtig aufpassen, was man da macht. Es ist heutzutage sehr schwer, einen echt guten Manager zu finden, der auch auf dich schaut. Also wir müssen jetzt nicht drauf eingehen, auf die Unmengen an Summen, die Erwin von dir bekommt, also die hohe Prozentanzahl, aber... Ich bin schneller weg, als was glaubst du. Ne? Nein, also Erwin verdient jeden Cent, den er bekommt, also wirklich. Was würdest du sagen, ist aber die höchste Prozentanzahl, die man abgeben sollte? Vom Kampf würde ich sagen zwischen 5 und 10 Prozent. Ein Sponsorendeal, was wäre so das Maximum, was du abgeben würdest? Weiß ich nicht, so auch 15, 20 Prozent. Es ist halt so, wenn er dir was bringt, hat er auch was davon. Was würdest du einem jungen Kampfsportler in diesem Fall aus wirtschaftlicher und Marketing-Sicht raten? Ich glaube, dass heutzutage die Generation, so wie du auch, du bist jung, Daniel, so 20, 25 Jahren, YouTube essentiell ist. Ich werde oft gehe noch zum Friseur, aber zum Barber, werde ich angesprochen, wo ich mir denke, das war ein Berufsschullehrer, der ist 55 Jahre und er kennt uns von YouTube und natürlich auch dementsprechend eine Repräsentation von Social Media. Auch aufpassen, was du postest. Eines muss dir klar sein, je mehr Schimpfwörter oder je negativer du nach außen trittst, umso weniger Sponsoren wirst du haben. Weil du musst einfach für jeden Sponsor tragbar sein, repräsentativ sein. Es hört sich jetzt so viel und so schwierig an, aber zeigt einfach auch aus eurem Leben, ernährt euch gut, nehmt euch Alex das Beispiel. Nicht immer, wenn er genervt ist, aber sonst ist alles gut. Wenn ich ehrlich bin, am Punkt gebracht, mir fehlt auch einfach noch der Zusammenhalt. Ich weiß, Kampfsport ist Einzelsport, aber die Gyms, die Sportler, es gibt mir hier viel zu wenig Support untereinander, weil nur gemeinsam ist man stark und mir ist es auch wichtig, dass die alle sagen immer, sie repräsentieren den Sport. Ja, dann macht es auch was dafür, jetzt blöd gesagt. Also jeder, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir haben gute Anlaufstellen. Wir werden jetzt in Zukunft auch mehr machen, um einfach hier auch die Jugend zu fördern. Einfach durchhalten und dranbleiben und für seinen Traum kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also neben einem wichtigen Manager ist es auch natürlich, wenn man die Entscheidung trifft, dass man das Sport auch ernst machen will. Sponsoren sind da echt essentiell und sehr wichtig, dass man da echt gute finanzielle Unterstützung hat, weil wenn man zweimal am Tag trainiert, ist da wenig Zeit fürs Arbeiten. Ja? Und man muss halt von irgendwo Geld verdienen und die Rechnungen bezahlen. Deswegen ist es umso wichtiger, gute Sponsoren an Land zu ziehen. Umso wichtiger ist auch ein Manager, der die Kontakte hat, der dich zu den Sponsoren führt. Natürlich schon früh genug mit Social Media beginnen, sei es YouTube, Instagram. Du musst halt in den Medien präsent sein, damit du auch den Sponsoren einen Mehrwert bieten kannst. Ja, neben dem Ganzen sind Trainingscamps im Ausland sehr essentiell, dass man einfach sieht, wie die Mentalität von den Amerikanern sind, von den Brasilianern. Machen die was anders, als wir es hier machen in Europa? Andere Camps besuchen. Einfach die Erfahrung zu sammeln, einfach zu sehen, wo man steht. Eine Messlatte. Jeder gibt dir andere Probleme, die du lösen musst. Ja? Und je mehr
Probleme du gelöst hast, desto mehr bist du bereit für mehrere Kämpfe oder Gegner. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Daniel beantwortet sie gerne mit Absprache mit mir. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche, wie gesagt, jedem viel Erfolg in deren Weg, ein Kämpfer zu werden oder ein Profikämpfer zu werden.